Der Mörder von George Floyd ist seit gestern wieder auf freiem Fuß. Gegen eine Kaution von 1 Million $ ist nun der letzte von den 4 Angeklagten wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Gegen jeweils $750.000 wurden die 3 Mittäter zwischen Juni und Juli bereits auf Kaution freigelassen. Hier fragt man sich, woher kommt das ganze Geld? Wer zahlt für rassistische Mörder die Kaution? Ganz einfach. Rechtsextreme Gruppierungen in den USA. Leider sind die zum Teil finanziell sehr gut organisiert und dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Aber was soll man schon in einem Land erwarten, in dem sich der Präsident nicht einmal von Rechtsextremen wie den Proud Boys distanziert, sondern sie sogar noch motiviert? Diese Frage beantwortet sich, glaube ich, von allein. Derek Chauvin ist wegen Mordes 3. und 2. Grades und Totschlages angeklagt, die Mittäter wegen Beihilfe. Mord 2. Grades ist in etwa mit Totschlag nach deutschem Recht vergleichbar. 3. Grades gilt in Amerika, wenn der die Täterin ein Schwerverbrechen begehen wollte und dabei unbeabsichtigt das Opfer tötet. Die Verhandlung ist auf den 8. März 2021 festgelegt. Ich finde es einfach nur traurig, dass man sich mit genug Geld in den meisten Fällen in den USA freikaufen kann. Selbst mördernde Rassisten. Ich hoffe auf Gerechtigkeit für George Floyd und seine Familie und dass die Proteste das kaputte rassistische System revolutionieren werden.